Das Objekt des Monats Mai ist passenderweise ein Schmetterling aus der weltberühmten Sammlung der Tiroler Landesmuseen. Es handelt sich um den Harlekinbären, ein besonders bemerkenswertes Tier, das zuletzt 1913 in Tirol gefangen wurde und jetzt im Jahr 2013 im Rahmen eines genetischen Forschungsprojektes wieder entdeckt werden konnte. Die zweite Seite dieser Geschichte ist auch die Frage, wie solche Schmetterlinge kulturell zu sehen sind. Und hier ergibt sich insbesondere die Frage nach dem Symbolischen, eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Schmetterlinge galten schon in der Renaissance als Zeichen der Vergänglichkeit und haben auch diese Funktion in der Gegenwart. Denken wir an verschiedene Logos, an Haarwaschmittel beispielsweise, wo der Schmetterling als Logo erscheint.